Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ich bin's, der Black. Und in der letzten Folge haben wir hier einen Hund getötet, den habe ich noch geplündert und bin jetzt überladen. Natürlich, da ich nicht weiß, wo Kotzi ist, kann ich den auch nicht vollladen, weil der Typ dich wieder irgendwo rumtreibt, wo er nicht rumtreiben sich soll. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen, natürlich. Wirk. So, 22, 20, also es war offensichtlich nicht da, wo ich hin müsste. Ich muss wahrscheinlich ins Polizeirevier selber. Ich nehme mal hier den Hintereingang. Muss ich hier rein? Weil das Questziel sagt mir, hier hinten muss ich rein. Ja gut, das ist dasselbe. Obwohl, nee, ist ein extra Gebäude. Vielleicht ein Knast? Kinderspiel, ist ja toll. Kotzi hat Spaß, ich habe keinen. Ich will jetzt hier ins Mallencenter, so heißt das Teil. Okay, rein da. Dann müsste Kotzi auch da sein, dann kann ich endlich wieder umräumen und das Zeug ausräumen. Wäre nicht schlecht. Vorausgesetzt natürlich, das Spiel lädt auch mal. Weil das ist immer eine Grundvoraussetzung, aber das passt schon. So. Aufgepasst. Kann ich zu dir? Ja, handeln. Und zwar möchte ich, dass du in aller Ruhe nimmst. Ich gebe dir eine Impulsmine, gebe ich dir ein Institutsgewehr. Kannst du das auch aktivieren? Nee, kannst du nicht nehmen. Schade. Planke. Plasmagranaten, Molotow-Cocktails, Kryogranaten. Nein, sowas gebe ich dir nicht. Das Sturmgewehr sieht nicht schlecht aus. Aha. Aufklärung 58. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Taktisch, Positione, Pistole 44er, leichte Hunderüstung, schwere Supermutantenrüstung, Totenkopfhalstuch, T-Shirt mit Hose nicht. Brauche ich ja ab und zu selber. Das hier raus. Okay, Hilfsmittel, diverses und dann, ja. Einfach alles durch. War ja nicht so viel. So, hier unten ist offensichtlich auch Spaß. Ich gehe mal rein. Hab vergessen nachzuladen, richtig? Bewegung entdeckt. Seltsam. Ah. Hallo. Zünz. Kuckuck, schreit er. Kuckuck. Hier sehe ich. Primärsensor kritisch beschädigt. Gut, ihr schreit es aber. Das war's schon. So, okay, Kronkorken, Fusionszellen. Schadet nicht, wenn wir die Fusionszellen hier wieder auffüllen können. Ich bin da. Hier sind aber auch nicht nur Sins. Hier sind offensichtlich auch andere unterwegs. Surfbury Strikes. Die geben schon ein bisschen Rad. Naja, na gut. Muss auch sein. Todeskrallenstick, das schmeckt eh viel besser. Weiß man doch selbst. Wenn man selbst da liegt, das schmeckt viel besser. So, Stimpak aufbereitet das Wasser. Was denn? Ich hab jetzt nicht zugehört, was der will da in dem Teil da und ihr wisst schon. Von hier bekomme ich sie nicht auf. Ich weiß nicht, wo der Typ ist, der da hier die ganze Zeit macht. Hallo. So. Der ist jetzt mutiert. Aber das Schöne ist, der Synth trifft mich von hinten nicht so schön. Das ist gut. Versuchen wir das Ganze mal bei dem hier. Das scheint sehr gut zu funktionieren. So. Die sind nicht so gut gepanzert an den Beinen. Sehr gut. Ja, das braucht er bestimmt nicht mehr. Ja, ich muss ihre Existenz beenden. Ja, das braucht er bestimmt nicht mehr. Toll. Ich brauche meine Existenz noch. Dankeschön. Was ist denn da los? Wo ist denn der? Wo schießt denn der? Ja, dann sag mal wo. Möglicherweise tarnt sich ein Gegner. Ach da. Wie interessant. Hier, guck mal, das ist interessant. Sie gewarnt. Ich kann nicht zulassen, dass diese Angriffe fortgesetzt werden. Da ist ja noch einer. Entfernung überbrückt. Bei
Treffer. So. Der Streifengänger ist scheinbar etwas härter. Kronkorken, Fusionszelle. Oh, noch einer. Mann. Wie viele denn noch hier? Wertvolles Eigentum des Instituts. Das ist mir gerade wertvoll egal. Unvermeidbar. Was hat der denn da hinten? Meine Fresse, ich muss schon wieder was hättern. Futtern. So, Todeskrallensteak. Ja. Die Dinger hauen aber ordentlich rein an XP. Ja. So. Oh Mann, 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 Mann. Das Teil schießt immer noch. Der hier auch. Ja, Kopfwunde am Arsch. Hör auf zu schießen, sonst hau ich dich. Nee, du machst ja auch nichts. So, Sündrüstung Harnisch. Sündrüstung, Sündrüstung, automatisch Institutgewehr. Die Sündrüstungsteile nehme ich einfach mal mit. Könnte ja sein, dass wir die selber gebrauchen könnten oder nicht. Oh, das Teil hat es durch die Gegend gehauen. Den Protektron. Mhm. Nee, hier ist nichts. Ja, ich höre schon, dass hier immer noch einer rumrennt. So, Terminal entsperren Einsteiger. Und dann gucken wir mal hier rein. Nord. Nee, Honor. Dann nehmen wir den mal Humor. Das ist gut. Protektron Steuerung. Fehler. Protektron Einheit abwesend. Einheit abstellen. Aha, abschalten, ja, bis wir gewesen sind, dass die Aufstellung befreit ist, ja. Okay, mach ich. Oh, das Klo. Ein Klo ist wichtig. Da war ein, glaube ich, ist das ein Redaway? Tatsächlich. Warum nehme ich das nicht gleich mit? Wer weiß, wer weiß. Bitte senken Sie Ihre Waffe. Nein, danke. So, bleib verkleidet, nehme ich mit, Vollhelm, rechtes Bein. Okay, irgendwo Plastikteller. Hat sich jetzt voll gelohnt. Irgendwo müssten ja gleich wieder ein paar Besucher kommen. Hallo. Hallo. Berechne effektivsten Angriff. Dann berechne mal. Toll. Da bist du. Ja, da bin ich. Das Institut bestätigt. Ja, Institut sind bestätigt. Das ist nicht so schlimm. So, die geben aber auch ordentlich XP, kann man nicht meckern. Kronkorken, Fusionszelle nehmen wir mit. Dafür hauen die mir auch ordentlich rein. Auch das muss man da sagen. Yaogai-Braten, Rippchen. Filet hier, komm. Filet schmeckt immer was Schönes. Sind wir auch wieder voll. Oh, hier waren ein paar Räder am Werk. Mit Betonung auf Waren. Waren. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Haarklammer verschwendet, okay. Na komm, jetzt geh auf, du! Ah, oh, Junge! Das wär's. Okay. Was haben wir denn da? Feindliche Präsenz. Natürlich wirst du angegriffen. Hab ja nichts anderes zu tun. So. Kronkorken, Fusionszelle, Institutgewehr nehme ich gerne mit. Fusionszelle, Hirnzelle. Das sind das ausgemusterte sind. Verbessert und gebündelt. Jetzt haut der hier. Kampf, Subroutine, alle Feinde eliminieren. Doch alle an. So. Okay. Also das mit dem auf die Beine zielen geht wirklich sehr gut. Man muss halt nur die Beine treffen. Kronkorken, Schrotpatronen nehme ich gerne mit. Ja, die Raider haben es hier, denke ich, ja, die längste Zeit überlebt. Mit den modernsten Sensoren des Instituts ausgestattet. Ich werde sie finden. Dann mach das mal. Also ich denke mal, der ist eh ein Stockwerk unter uns. Darum gehen wir auch ein Stockwerk runter. Nach unten. Ich bin mir nicht sicher, wo es jetzt aufgeht, auf welche Seite. Dauern, bevor ich sie entdecke.
Ach so, hier geht's auf. So, natürlich. Ich bin bereit, wenn Sie wiederkommen. Bewegung entdeckt. Ich bin hier. Seltsam. So. Na, wo ist er denn? Der Kotzi. Ich sehe dich schon wieder nicht. Ich glaube, hier hinten gibt es einen Fusionskern. Ist da jemand anwesend? Ja, sehr schön. Sind Streifengänger. Die sind immer ein bisschen schlechter. Ich mache erstmal, bevor der mich entdeckt hier, das Ding auf in aller Ruhe. Schön. Klebeband nehmen wir mit. Die Sicherung brauchen wir nicht. Greife Falke. Und. Ja, halt aber die Klappe hier. So, Kronkorken, Schrotpatronen nehme ich mit. Schlagstock brauchen wir nicht. Sündrüstung, Harnisch. Ich nehme sie halt mal mit. Weil die sind schon ein bisschen gut gesichert. Oder besser gesichert jetzt mittlerweile. Da können wir wirklich mal gucken, ob eventuell irgendwas dabei ist, was wir eventuell brauchen können. Eventuell. Kotzi liegt natürlich noch oben und schreit von oben runter, lenkt die Leute ab. Das war ja der Plan. Ehrlich. Der macht das wirklich so. Ist alles geplant. Ich habe keine Ahnung, wo es jetzt hier lang geht wieder. Oh. Hier haben sich die Raider entweder zurückgezogen oder wollten hier einfallen. Ich bin mir nicht sicher, was stimmt. Kronkorken, Stimpak. Stimpak. Mhm. Kronkorken. Hallo. Hallo. Oh, da unten geht's aber ab hier. Für wen bin ich denn? Ich bin eindeutig für. Sind Sie sich sicher, dass Sie das tun? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Sind Anführer! So, okay, warte mal. Ich muss mal kurz was essen. Sonst falle ich hier gerade ein bisschen tot um. Und das wäre nicht so schön. So, Red Scorpion Steak, das klingt doch lecker. Boah, wow, die hat aber gut gesessen. Meine Fresse. So, Hundekeulen. Hundekeulen. So. Ja, da kommt mal einer her hier. Bewegung, los, los. Ein Stück zurück. Ja, habe ich schon gemerkt. Ich granatiere da selber hier. So, ich habe einen getroffen. Lass noch einen Sünd. Oh, verflixt. F3. Na Quatsch, F3. Wo ist der Typ hin? Hallo. So, hier hinten haben wir Sündläufer. Ich nehme hier mal ein bisschen was mit. Ja. Was? So nicht. Ganz und gar. Helter Skelter. Ist das ein Sünd? Oh, scheiße. Ich hab's zu spät gesehen. Der haut aber auch rein, der Sack. Der haut ganz schön rein. Aber okay. Ich habe ja, glaube ich, gespeichert. Dürfte kein Problem sein. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Ja, habe ich. Okay, dann gehe ich mal hier in Deckung. Ja, die Entdeckung. Einer ist weg. Das ist gut. Kronkorken. Hallo. Schrotpatronen. Der schon wieder. Was hat denn der für eine Rüstung an? Wirklich? Mehr habt ihr nicht drauf. Fusionszelle. Oh, oh, ich sterbe schon wieder gleich. Meine Fresse, Inventar. Der ist sehr gut ausgerüstet, der Sack. So, ich gehe erstmal auf den Ballermann, dann gehen wir auf Hilfsmittel. Nimm. Experimentalflasche, Fleisch. Geröstetes Meyerlock-Fleisch, das nehmen wir mal. Gekochtes nehmen wir auf. So, schmeckt sicher gut. So. Ja. Autsch.
So, geht das, Junge. Doch das Öl in Wallung bringen kann. So, Fusionszelle. Mächtiges Jagdgewehr. Aufklärung optimiert. Raiderrüstung schwer. War das eine schwere Raiderrüstung hat er angehabt nur? Verdammt. Die haut ganz schön rein. So. Schwere Raiderrüstung, rechtes Bein. Harnisch. Und das war's schon. Mehr hat er nicht. Mehr will er nicht. Mehr gibt er nicht. Okay, Molly. Und dann habe ich da drinnen die Quest, die ich machen wollte. Deswegen bin ich hergekommen. Gut zu wissen. Zuvor gucke ich mich noch ein bisschen um. Plündere alles. So wie es gehört. Für einen ordentlichen Plünderer. Ja, ich plündere alles, aber die anderen nenne ich Plünderer. Genau, so ist es. Ja, ich plündere ja erst, nachdem ich die Leute umgebracht... Nee, das machen die auch. Plündern auch erst, nachdem die Leute umgebracht werden. Welchen Unterschied gibt es denn jetzt? So. Verstärkt. Das nehme ich einfach mal mit. Netzrelais-Spule, das ist von Geschützturm, okay. Können wir alles mitnehmen. Was haben wir hier hinten? Ein Brotkasten, ach so. Ich dachte, den kann ich aufmachen. Oh, 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 oh. Perfekt. Schloss knacken ist dauerhaft einfacher. Sehr schön, Schloss zur Haltung heute gefunden. Yay. So, Klebeband, Kampfgewehr. Brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht. Nehmen wir es trotzdem mal mit. Es schadet nicht. Ein überfälliges Buch, das können wir mal bei Gelegenheit abgeben. Und dann wenigstens mal eine Stunde ausruhen hier. Schadet auch nicht. So. Automatisch speichern. So. Synthi, du hast auch noch was. Ja, schön. Kaliber 50. Lederkombi brauchen wir nicht. Fusionszellen. Ja, hier haben sich die Raider und die Synths einen ganz schönen Kampf geliefert. Ist gut, wenn sie sich gegenseitig ausschalten. Haben wir wenigstens weniger zu tun. Kronkorken, Splittergranate nehme ich natürlich auch gerne mit. Gasmaske mit Brille. Sonst nichts. Nur hier hinten drin. Erstmal eine Herstellwaffenwerkbank. Okay. Haptischer Antrieb. Oh, sieht ja cool aus. Könnte man fast für eine Gaming-Konsole halten. Sowas in der Art. Keine Ahnung, wofür das ist. Aber okay, ich nehme es mit. Erstatter gelehrte Heldenbericht. Polymer-Kampfrüstung können wir auch noch mitnehmen. Komm, wir haben es doch. Und dann denke ich, können wir uns so langsam auf den Nachhauseweg begeben. Hier müsste es vermutlich zu der zugeketteten Tür gehen. Würde ich mal vermuten. Dass ich das vermute. So, Kronkorken, Scharfschützengewehr, okay. Hier ist nichts mehr. Stimpack. Ein paar Raketen. Okay, hier ist doch schon noch was. Eine Gamma-Patrone. U-Bahn-Marke, Spind. Und dann geht's hier wieder rauf. So, okay. Komm rein, Kotzi. Komm rein. Auf nach oben. Dim, 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 dim. Achso, das war Jeopardy. Ich vergesse das immer wieder. Aber für mich ist das auch Fahrstuhlmusik. So. Kette deaktivieren. Wo ist denn, wo geht's denn jetzt hier hin? Was ist denn das für ein Aufzug? Der geht offensichtlich nicht. Ach doch, der geht doch. F5. Ich gehe mal rein. Und finde. Nichts. Okay. So, hier sind wir wieder. Da waren wir. Und können raus. Und ich glaube, ich muss kurz sie wirklich austauschen. Der Sack, der kann ja überhaupt nichts. Kronkorken, Patronen nehmen wir mit. So, ab ins Commonwealth zurück. Supermutanten werden oft von Mutantenhunden begleitet. Monströse Bestien, die so gefährlich sind wie ihre Herren. Yo. Ja. Wir haben auch ein bisschen was gesammelt. Ich bin schwer am Überlegen, eventuell nach Diamond City zurückzukehren. Mir vielleicht mal Piper zu schnappen, nach Diamond City zurückzukehren und einen Kundenwunsch zu erfüllen, einen Userwunsch, einen Zuschauerwunsch. Ja, ausrüsten von, ihr wisst schon was. Hallo Kumpel. Sieht ja lustig aus. Ausrüsten von unserem Haus in Diamond City. Dazu könnten wir ja Piper mitnehmen. Wäre ja auch mal was. Ne? Kotzi, meinst du?
Und dann danach einfach hier per Schnellreise hierher zurückzukehren, weil wir haben ja in der Kinderkrippe Greentop noch was zu tun. Hier unten ist ein ordentlich ein bisschen was zu tun. Ich glaube, ich werde das so machen. Ich reise jetzt zu Sanctuary, schnell zum gewählten Ort reisen. Sobald das erledigt ist, schnappe ich mir Rachel, hol mir das ganze Zeug aus Kotzi raus und gehe weiter nach Diamond City und guck da weiter. Ich sehe jetzt gerade erst die Mutantenratten da, die Maulwurfratten, haben zwei Paar Zähne. Ist ja eklig. Na gut, jetzt wissen wir's. So, ich würde mal sagen, wir beenden hier die Folge. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, der Plan steht. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.